Yay! Endlich wieder Spintires. Ja. Diesmal mit einem Espire, einem Wilden. Das Esper, das wildeste, 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 wildeste Esper. Das wildeste Espire, das jetzt. Ja. Wir werden jetzt die neue Karte, also, ja, neue Karte, Flood angehen. Moment. Mir plärrt gerade das Spiel rein. Leiser machen. Ich hoffe, mir passt von der Lautstärke. Ich vermute schon. So, und ja, ich werde dann wieder mal. Ah, jetzt kann ich ja genau, weil wir es diesmal über ein anderes Programm aufnehmen. Kann ich ganz kurz die Webcam einblenden. Damit spielt man Spintires. An alle. PS3-Controller. Ja, unter Menschen. Oh mein Gott. Wer hat einen PS3-Controller? Hallo, wann schon, einen Xbox-Controller, bitte. Ja, Wabla, ey. Da wäre ja zu blöd, sein, einen PS3-Controller am PC zu laufen kriegen. Gut, ich gebe zu, es ist ein ziemliches Kunststück, aber es geht. Na gut, Jo. dann. Also, wir haben mal, also folgende Sache: Den Erfolg, dass wir hinten den Werkstoff freischalten, den werden wir diesmal nicht bekommen, weil das haben wir schon im Test gemacht. Ja. Würde mal sagen, so wie vorher, oder? Ja, fährst du die untere Verdeckung frei, fahr die mittlere Verdeckung da frei, wo ich auch Ja. markiert habe. Was nicht, sollen wir diesmal versuchen, ein bisschen direkter drüber fahren? Also, achso. Nicht über die komische Insel, wo die Ja, Baumstürme liegen. genau. Ja, okay, mal probieren. Man, probieren können wir es, ne? Auf jeden Gemüse. Fall, was es noch letztes zu sagen gibt zu der Karte, Flood, ist einmal nicht von den eigentlichen Entwicklern von Spintires. Das ist eine Fankarte. Man merkt eigentlich, dass es eine Fankarte ist, weil die ist extrem schwer, finde ich. Richtig. Die ist super gemacht, die ist schwer, aber sie hat trotzdem einen guten. Sie ist okay. Sie ist nicht zu schwer. Was auch schön ist, du hast halt keine Werkstatt am Anfang, das heißt, du musst einmal die spielen. Aber sobald wir den großen D haben, Kein dann wird Problem. gesaubert. Ja, das Allerschönste ist jetzt seit dem Update, dass einfach die Fahrzeuge, die von Mitspielern nicht besetzt sind, angezeigt werden. Das finde ich Mein Gott, sehr das ist schön. zwar immer noch so ein grauer Ghost, Tralalü, aber immerhin. Okay. Besser wie nichts. Ja. Beziehungsweise ich habe es zuerst ausprobiert, ich war da reingefahren, aber es ist nichts passiert. Aha. Ja, keine Ahnung, dann müsste man schauen nochmal, ob es dann doch was tut. Ah, das Kartenende haben sie angezeigt. Die Ränder. Echt? Ja, da sind so Fahrverbotstafeln. Aha. Kann man sagen. Ja, ich finde es echt super, dass ich gleich mit dem Truck da gefahren bin. Ich glaube, das war kassere Idee. Also ganz ehrlich, ich glaube, das war keine gute Idee, das mit dem das Aufdeck. Oh naja. Vielleicht kommen wir oben drüber sogar, das wäre ja geil. Ja, aber ich finde, mit Deichselanhänger ist leichter zum Fahren wie mit dem Auflieger. Findest? Ja, bei meinem Deichselanhänger sitzt nicht so leicht auf wie mit dem Auflieger. Das ist zum einen richtig, zum anderen hast du aber die Deichsel als Problem, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist dann wieder die Fahrerkunst, also das Weil der Können des Wagen. Fahrens. Ja, das hab ich aber, der Wagen knickt ja deswegen. Ja, das ist alles Übungssache. Ja, stimmt schon. Mach mich leid fertig, hast du recht. Ja, sicher, Dein irgendwann muss ich Bruder ja fertig kannst es ja machen. machen. So, ich werde gleich meinen Wagen versenken, den habe ich das Gefühl. Nein, ich werde es jetzt versuchen, da oben drüber fahren. Und vielleicht da schaltet ihr den Typ C frei. Mal schauen. Was ist, war eigentlich der Typ B freigeschalten? Der Typ B freigeschalten? Sag mal, D freigeschalten, die ihn freigeschalten hat. Nein, da muss jeder Spieler eigens Okay, freischalten. gut. Na, weil ganz am Anfang vom Spiel war nämlich so, dass du sogar die Cloaks jeder für sich hat machen müssen. Und das haben sie inzwischen Gott sei Dank rausgetan. Und was auch fesch ist, dass wenn du jetzt auf die Karten schaust und du bist durch ein nicht erforschtes Gebiet gefahren, sieht man das Aufgedeckte. So eine kleine Strafe, aber das siehst du nur für dich persönlich. Ja. So, in der Theorie haben wir da Straßen durch. Jetzt kommt die Praxis. Jo, fett, Alter, ich komme ja nicht mal da voran, weil ich jetzt schon einen Sumpf. Das ist eine Scheiße. Komm jetzt oben! Also, ich weiß fein nicht. Au, das ist ein Baum. Ich krieg fett Damage rein. Das ist nicht gut. Bei mir ist egal, ich habe meinen Reparaturwagen mit. Ja. Was dir egal, wenn meiner nämlich komplett absauft, dann haben wir nur noch deinen. Ja, das ist dann ein bisschen blöd, aber es ist machbar. Ich bin zur ersten Insel vorgedrungen, es geht. Ich habe 145 Schaden von 600.
Ah, je, okay. Also, ich sag einmal, dann mal. Ja, sollte schaffbar sein. Also, ich fahre jetzt immer schön brav von so Insel zu so Insel. Was aber super ist, zum Thema Schwierigkeitsgrad, ist diese ganzen umgefallenen Baumdinger im Fluss. Bist du deppert, Boah, das macht es schwer. die sind ätzend, Alter. Ja. Also das ist, Es ist ja, halt wie heißt wirklich der es? Realismus, der gefällt hat bei den ganzen Karten, diese umgefallenen Barmer. Die sind ja wirklich eine Seuche. Aber das ist jetzt, wie wenn du mit verbundenen Augen durch den Wald rennst. Mehr oder weniger, ja. Cool, ich hab Oh. kurz einen Grafikbug gehabt. Die Aha. Vorderachse fliegt. Huhu. Oh, shit. Ich muss fast sagen, ich komme da durch. Nix, und in dem Moment habe ich es verschrien. Super. Hey, ich fahr gerade zwischen den neuen Bäumen herum. Zwischen die kahlen. Ach komm schon, ich muss da um, ich komm mal. Sehen wir uns auch immer. Neu. Ich hab jetzt relativ blöd eingefahren da. Es ist zwar nicht gescheit. Naja, wir haben eh Winden mit. Probieren wir das einmal. Ja, ich winde mich da jetzt knallhart von Stück zu Stück. Es geht nicht mehr anders. Ja. Ich scheitere schon im Wald, also ich bin noch nicht einmal beim Wasser. Also ich glaube, das Gröbste fast schon hinter mir. Naja, also, naja. Ich mache zumindest so, ich hab's beim Fluss, ich meine, siehst du, wo ich bin. Ja, irgendwo mitten, Ja, ja, genau. sagen wir mal, in der Pampa. Ja. Es geht so halbwegs. Wow. Ja, die Karten ist echt super. Kommt man nicht so gescheit drüber? Doch, da kommt man drüber. Sitzt sie da jetzt auf? Jetzt ist jetzt auf. Nicht cool. Gar nicht cool. Ich cool, saft ab. Na, wie sieht's auf? Cool. So. So wie knallhart mit dem Anhänger hinten außergewindet. Oder ein echter Wind angebracht, das war's keiner. Ja, das ist sowieso. Also, das ist eine Winde, die springt von Punkt zu Punkt. Die ist super, ja. Weißt du aber, was es sein könnte? Du kannst, was der, Winden, die halt nicht am Truck befestigt ist. Ach so, ja, Aber das könnte es kann auch sein. sein. Montage winden. Ja, genau. Weil du kannst dann im Endeffekt überall aufknallen, wo es halt das Seil anbinden kannst. Richtig. So, komm wieder weiter. Nein, natürlich nicht. Hey, was ist denn das für ein Kack? Oh. Stand, wie viele Verdeckungen hast du schon entfernt? Einzige. Ja, das war die Nummer 2. Aktuell ein anderes Problem. Ui, da ist sehr sumpfig. Ein Truck steckt und das nicht nur ein bisschen. Aber haben die da was verändert? Weil die Steine, was überall herumliegen, die kleinen Felsbrocken, da kann man jetzt viel schöner drüber fahren. Das kann sein, ja. Ui, ich sehe das Wasser. Oh je. Das ist ja super, ey. Warum sind die Bäume so stabil und nicht so labil? Jetzt schauen wir, ob wir das schaffen. Muss es da mal ausschaffen mit dem Truck wieder, dann bin ich zufrieden. Wofür gibt es da Winde? Das ist ja Traum. Mach jetzt die böse, böse Verdeckung weg. Sag einmal, ich hab das Ding jetzt halbwegs gerettet. Jo, so. Also im Wasser haben wir schon rausgefunden, es schaut schlimmer aus, wie es ist. Nur Gott sei Dank. teilweise kriegt man ein bisschen Schaden. Jawohl, hab den Truck raus. Halleluja.
Das nächste ist, was richtig cool ist, ich glaube, das war vorher noch nicht so stark der Effekt, und zwar Strömung. Ja, das stimmt. Also vom Gefühl her ist die jetzt stärker geworden, dieser Effekt. Ja, vielleicht ist es auch nur wegen optischen, weil das so jetzt so eher so monstermäßig ausschaut. Ja. Ja, das ist ein Minenfeld, ohne Scheiß. Die ganzen Barmer sind wie Minen. Ja, ja, da passt der Satz wieder. Nur stille Gewässer sind tief. Ja, leider. Und da wird's jetzt still. Jupp, da wird's still und tief. Gib Gas, mein Kleiner. Ja. Oh oh. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verkeilt. Ja, da brauchen wir die Winde. Liebe meine Winde. Bist du deppert, ey. Das gibt's hier nicht. Hey? Und jetzt los? Ah. Bescheuert und blind, das ist ja gleich einiges. Oh. Grab dich weiter, mein Schatz, grab. Jo. Was, wenn die Strömung nicht wäre, dann das ganze Level sowas von viel einfacher sein. Meist? Ja. Ja, man kann jetzt die Strömung auch ins Positive nutzen. Ja, aber ich fahre jetzt gegen die Strömung, deswegen. Achso, na gut, das ist dann. Naja, soll ich jetzt wieder am Fahrer zugreifen, oder? Nein. Da, ich bin da schon schön rüben. Ah, wäre ja doch bloß woanders gefahren. Ich möchte nichts sagen, aber ich bin schon. Ja, auf der anderen Seite. Stephanie! Deine Scheiße da! Also wenn wir den Typ D abholen, hey, ma, was ist denn das? Ja, komm ich dann schon. Jetzt kommt, oh. Was, das einzige Problem ist, wenn ich meinen Anhänger hinten abhänge, ja. Ja, dann ist das Level geschnitten Brot. Nur dann kriegen wir die Werkstatt halt nicht mehr freigeschalten. Das ist natürlich blöd. Mhm. Warte, aha, okay. Ich will die Straße nicht verlassen. Die tut so gut. Um Himmels Willen, das wird nicht besser, Gott. Naja, da sieht man einfach, wer besser fahren kann, sag ich mal. Ja, Frieden. Ja, an der Geräuschkulisse vor die Fahrzeuge müssen sie noch arbeiten. Inwiefern? Ja, weil gewisse Geräusche kommen, wenn nicht einmal diese Situation eintrifft. So meinst du. Stimmt, das ja. Jetzt, ich meine jetzt zum echten Leben. Hm. Das Gefluche vom Wuhler als Fahrer. Das fällt völlig, ich weiß. Deswegen mache ich es ja die ganze Zeit selbst. Im oh. Kette. Kann man da wieder runterfahren, bitte? Kann man da runterfahren, bitte? Boah, da ist ein Holzlager. Boah, bin ich schon weit. Oh oh, ich werde jetzt bleiben stecken. Da, Baumstumpf, Baumstumpf. Au! Oh oh. Ich hab jetzt Blödsinn gemacht. Du noch nicht?
Nein, ich steck nur fest, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Na dann. Aber wie immer in Not, die Seilwinde hilft. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich da rein fortbewege. Extrem super, hey. Wirklich. Von Windenpunkt zu Windenpunkt. Na los. Oh, oh. Ist aber gescheit matschig. Komm, da komm ich raus, das ist. Ei. Hey geil, schau mal wo ich bin. Das ist ja komplett, komplett verpeilt, jetzt stehe ich zwischen mitten im Fluss, jawohl. Komm da nicht mal weg, wenn es wollt. So, jetzt schauen wir mal, wo der Wolle steckt. Ah, Wolle, du bist mein Hirt. Das ist schon echt super aus, das muss sicher lustig sein, oder? Obertraum ist das. 120 Damage, warm 11 Damage. An Damage. Geht ein bisschen was weiter, 12 Damage. Ey. Komm, tauch wieder auf, komm, dann muss höher werden. Okay. Hm, 317 dabei. Wenn diese elenden Bahnstümpfer nicht umstehen hätten. Noch den Baum umfahren. Das sind doch keine freundlichen Baumstämpfe, wie es russische Bonzer dabei haben, was? Die haben Charakter, die haben Ausbildung. Das sind einfach nur irgendeine Hintertupfinger Bullbarmer. Ohne Anstand, ohne nix. Ja, ich bin schon beim Abschleppen da. Schön, finde ich. Aha. Ich komme dich dann retten, vorausgesetzt, sie beschädigt mein Fahrzeug nicht so stark, dass ich irgendwie Probleme kriege. Hast du nicht dann ein Reparaturding dran? Das habe ich schon komplett reingehauen. Ui. ich habe gar nichts zum Reparieren mit, Alter. Ja. Nur zusammen ist man stark. Ja. Jetzt mal was. Mit sehr einem Erfolg mit dem Abschleppen, glaube ich sogar, das heißt. Ach so? So, ja, schau mal, ich bin schon. Ja. Wohl, doch, ich steck wieder, jawohl. Sieht schon, den Let's Play Teil beende ich erst, wenn ich meinen Truck auf der anderen Seite das Schiff habe. Das ist ja der Wahnsinn. Da war schon was im zweiten Teil gemacht, da wäre mit dem Typ D einfach übers Wasser fahren, als wenn es nicht da wäre. Das interessiert mich doch nicht, die holen wir jetzt den Typ C. Miau. Yay, ich bin einmal an Land gefahren. Auf der Insel bin ich jetzt an. Wupp, wupp. Ich hol mir mal ein bisschen Kraftstoff. Oh Mann. Oh, nein! Gib Gas, boah! Wie geht denn das, dass ich jetzt wieder eingesumpft hab, hey? Das ist doch völlig unmöglich. Ich bin ein Holzfäller, lalalalala. Das gefällt mir. Das ist schön. Das ist der Erfolg auch schon haben, oder? Lumberjack. Aha. Ja, den hab ich auch mal gekriegt. Naja, mit dem vorne Barmer. Auf jeden Fall, mein Fahrzeug schaut ein bisschen demoliert aus. Schön. Ich glaube, ich muss jetzt einmal den Ton ein bisschen leiser dran, weil das ist irgendwie doch ein bisschen zu laut. Jetzt ist so gut unterwegs gewesen, jetzt geht auf einmal nichts mehr. Nochmal. Da. Ah, das ist zu leise, oder? Ah, da ist noch ein wieder reinhängen. Ah, jetzt ist perfekt. Noch ein bisschen entlang ziehen.
So. Ich war aber trotzdem immer nur so für ein Tempomat. Yes, jetzt haben wir den Baum endlich erwischt, den ihr wohl haben wollt. Jawohl. So circa sich aus, ja. Ich bin wieder auf festem Grund. Und zum Fall, natürlich. Genau, du mir. So, sie wurden betankt. Jawohl, betankt. Du bist ja schon voll im Paradies. Ja, sicher. Das sind meine Vorkünste. Und hast deine 71 Holzstämme auch schon da? Ja, 72. Wie viel jungfräuliche Holzstämme kriegt man dann? Das weiß man noch nicht. Also, ist der erste Valhalla-Fragen. Ja. Na, warte mal, Valhalla war doch das Paradies, ne? Ja, ja, kenne ich mich nicht aus. Valhalla. Keine Ahnung. Ja, so unglaublich religiös. Ja, da sagen, ich komme vorwärts. Ja, du klingst. Ja, gut, sagen wir so. Ha, Cloaking. Oh, was war jetzt das? Jetzt kommt's mal erst, da ist ja E713 auch noch. Boah, das ist aber geil. Sexy. Das ist ja echt cool, den hast du aufgedeckt. Den Kollegen. Natürlich. Ja, mir ist halt da jetzt wieder übers Wasser fahren, aber ich will nicht. Warum willst du denn das? Was denn? Kannst du mich abschleppen holen? Ich könnte. Den Typ D hast du, oder? Typ D habe ich, ja. Naja, weil. Ja, warte mal, ich parke nicht noch kurz meinen anderen. Ich meine, ich versuche nämlich gerade auszufahren. Da ist schon wieder Fluss. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Noch geht's so halbwegs. Oh, der Damage tickt. Aber klar, ja genau. Ein Damage, zwei Damage, das ist okay. Na komm, Sumpf. Da, ich soll dir jetzt helfen. Na, warte mal. Scheiße. Da entlang kommen, oder? Jawohl. Ja, sehr schön. So. Bist du durch, oder was? Ich hab's auf festen Grund geschafft. Damit ist der erste Let's Play-Teil zu Ende. Juhu. Na dann, bis zum nächsten Teil, Leute. Auf bis morgen. Schauen. Servus.